Moin moin und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Immer noch auf der Baustelle, so wie sich das gehört, weil es sieht ja alles noch ein bisschen doof und karg aus hier. Ah, tut's eigentlich nicht, wir haben schon echt gute Fortschritte, aber ich schätze mal, ihr wisst, was ich meine. Das Dach hier oben sieht doof aus. So, Punkt. Ich glaube, ich würde jetzt hier oben drüber mal gucken, dass wir diese Struktur, die hier überall draußen sind, mal an dem Dach fortgesetzt kriegen. Muss mal ganz kurz schauen, ob wir die Sachen dafür noch da haben. Wenn nicht, müssen wir sie halt craften. Ja, gut, das sieht gut aus. Sehr gut aus. Und überladen. Gut. Halbieren. Mist. Ja, geht doch. Ich muss mir mal überlegen. Wollte ich die hier einfach so dran tackern? Ah. Deswegen hat sich das ja auch umgebaut gehabt, ne? Wie sieht das aus? Gehen sie kaputt, wenn ich die Wände unten runter wegnehme? Nein. Mit der letzten bin ich jetzt vorsichtig, nicht, dass doch noch was kaputt geht. Weil dann machen wir doch da auch die Dinger hier ran. Das sieht doof aus. Ich hab da noch was dran, ne? Stimmt, ich hab da noch was dran. Moment mal. Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen anders bauen. Jo, genau so hatte ich mir das vorgestellt. So. Wir machen Fortschritte. Ich schnapp mir aber mal ganz kurz die Dinger hier. Muss ich mal gucken, was ich da noch da habe. Ich glaube, es sieht gerade so doof aus, weil die noch nicht dran sind. Dass man da so durchgucken kann. Hat ja ein bisschen das Licht durchgeschimmert. Das muss ja nicht sein. Liebe zum Detail. Seid ihr das? Ihr seid das, ne? Guck mal. Also hier, einmal kurz zeigen. Ich kann hier drunter durchgucken, jetzt nach oben zum Himmel durch. Das muss nicht sein. Davon muss ich mir auf jeden Fall gleich nochmal welche machen. So, dann... Ja. Ah. Ja. Das ist das, was noch fehlte. Beziehungsweise jetzt hier eine Innenmauer, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich diese aggressiven Mauern brauche. Die aggressive Mauer, die wird jetzt nicht losrennen und mich beißen, aber... Auch da, ich schätze mal, ihr wisst, was ich meine. Das reicht vollkommen aus für den Innenbereich. Hör auf, das ist ja so zum Hochklettern verhindern oder sonst was. So, ich habe auch noch genug. Lass mich doch die mal hier dran setzen überall. Dann kriegt das Gebäude zumindest schon mal seine Struktur nach außen hin. Whoop.
Wupp, wupp, wupp. Genau, weil wir hier Probleme hatten, haben wir den ganzen Kram ja einmal wieder umgebaut gehabt. Ich erinnere mich. Natürlich mit merkwürdigen Experimenten. So, die Ecke sieht doof aus. Das heißt, wir werden hier eine Schwachstelle introduzieren. So. Brauche ich noch die Gegenstücke für innen. Das Wetter ist natürlich super. So. Dann. Zack, zack. Strukturen. Wände. Wo sind sie denn? Komische Ecke, wo ein Drittel dran steht. Battlements, ne? Gut, steht nicht ein Drittel dran, steht eine Hälfte dran. Ist in Ordnung. Machen wir mal vollkommen übertriebene 50 Stück. Aber ich behaupte mal, mit unseren Ressourcen, wir können uns das erlauben. Wir sind ja reich. Hab ich den eigentlich schon wieder? Ach ja! Ich habe ja noch unsere Freunde aus dem Redwood. Hier! Lass es dir gut gehen. Hirsch, komm nach draußen. Schon wieder vergessen. Ha. So. Gutes Gespräch. Noch was. Känguru. Jo. Ach komm, du darfst drin sein. Oh, jetzt bin ich dem Känguru. Jetzt denke ich schon wieder an Skipper. Komm, Känguru, ab in die Ecke. Sieht doof aus. Ich schmeiß ihn mal in eine andere Ecke. Ich müsste mir gerade meinen Sattel raussuchen. So, ab in die Ecke. Das ist in Ordnung. So. Ich finde, so langsam nimmt das hier auch alles echt gut gestaltet an. Ich bin zufrieden. Da. Sauwetter, das macht es aber nicht besser, ne? Schon krass. Das war's schon. Ey, cool. Davon ausgucken. Gut, unten die Löcher mal der Taverne. Die sehen ein bisschen doof aus jetzt in der Kombination. Der hier sieht auch nicht ganz so geil aus. Ah, lassen wir die Ecke lieber so. Beziehungsweise... packen ihn hier hin. Das ist jetzt quasi eine Art Schwachstelle, aber letztendlich, es sieht besser aus. Und Schwachstelle meine ich jetzt in dem Sinne von, die könnt ihr jetzt hier stumpf hochklettern, die bösen, bösen mit ihren Leitern. Könnten sie natürlich hier auch, das ist ja alles eine Frage der Optik. So. Ich bräuchte aber noch einen von den Dingern. Okay, einer reicht. Ihr könnt wieder hier rüber. Ich dachte, ich mache da jetzt ein großes Projekt draus und mache diese Wand da oben ein bisschen schicker. Und irgendwie war sie nach 2 Minuten fertig. Gut, wir sind jetzt bei 9 Minuten, aber ich habe auch schon wieder einiges an Nonsens gelabert und sonst Kram gemacht. Sonstigen Kram gemacht. Mir ist schon ein bisschen aufgefallen, jetzt mal richtig Selbstkritik hier raushauen. Ich gucke jetzt zwischendurch auch mal in meine Videos mit rein. Irgendwie passiert es sehr schnell, dass die Klarheit meiner Artikulation leidet und es eher so ein Genuschel wird. Das stört mich persönlich doch sehr, wenn ich das mitbekomme. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das gut in den Griff bekommen will. Aber letztendlich... gibt's Probleme, die aufgearbeitet werden müssen. So, ich esse erstmal was. Eieieiei.
Wir haben definitiv, glaube ich, nie wieder Essensprobleme in diesem Let's Play hier. Seht ihr, Wasser sieht echt so dumm aus in der Ecke. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir da nicht doch noch was anderes haben. Ich mag diese Wasserhähne echt gerne, aber irgendwie ist so mickrig. Ist einfach mickrig. Hier wird wahrscheinlich nichts bei sein, obwohl bei Möbel könnte ich mal reingucken. Nee. Das ist ja schon der Wasserhahn von dem. Natürlich werde ich hier keinen besseren finden. Ergibt Sinn. Eine Badepfanne? Muss mal kurz eine machen. Ohne. LOL. Wie cool ist das denn? Gefällt mir. Badewanne. Ist okay. Ich schmeiß hier noch mal ein paar Dinge rein. Das ist, glaube ich, auch schon wieder voll die falsche Mod hier, wo ich das gerade reinstapel, aber egal. Ja, du bist aber definitiv hier. Das weiß ich. Rohre könnte ich noch mal hier beim S Plus reinschmeißen. Ich habe schon wieder so viel Schrott dabei, ey. Ey. Da war jetzt aber kein cooler Wasser mehr, aber eine Badewanne, das find, hat was. So, das war ein Bilderrahmen. Wäsche? Ach ja, das war immer noch die Ringbox. Schatulle. Fuchs. Teppichgedöns. Den Gedöns werde ich in dem Wohnraum machen, auf jeden Fall. Balkon, Feuerstelle. Auch schon ziemlich große, ne? Ja, muss ja nicht sein. Also irgendwie glaube nicht, dass ich einen besseren Wasserhahn finden werde. Da definitiv nicht. Schade eigentlich. Ja, das Ding ist echt geil. Also ich mag ihn. Er wird gerade nur so mickrig und verlassen da hinten in der Ecke. Das ist so das Einzige, was mich daran gerade so stört. Aber könnte streng genommen auch schlimmer sein. Noch ein Regal in die Ecke stellen? Die Antwort auf alles. Stellen ein Regal in die Ecke. Aber wahrscheinlich gibt es da auch nichts. Nichts, was ich da jetzt so als optisch passend empfinde. Wahrscheinlich ist das nämlich das Problem. Ja, man merkt schon wieder, ich habe einfach keinen genauen Plan, deswegen probieren wir einfach nur doof in der Gegend rum und ich klicke hier tausendfach durch die gleichen Sachen durch. Ja, tausendfach nicht, aber hundertfach schaffen wir vielleicht tatsächlich noch. Bounce. Nö. Also hier, ich nehme euch mal hier mit. Und da rein. Da haben wir hier noch was. Cupboard. Eins. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, ob sie unterschiedlich aussehen. Das ist so der Grund, bei der Mod war ich schon mehrfach am Überlegen, ob ich sie irgendwie rausschmeiße, weil sie ist echt
nicht so schön von der Menüführung und der Crafting-Führung. Allerdings baue ich auch immer relativ viel. Das ist das Problem. Sie hat echt viele coole Sachen. Okay. Aha. Das ist gut. Das Cupboard. Mit das Cupboard wieder. Ah, bist du das Richtige? Oh Himmel. Nein. Meine Kühlschränke passt ja voll nicht ins Setting. Kann ich das so machen? Was denn? Man könnte hier noch einen Tisch reinstellen, tatsächlich. Ah, lass uns nochmal Tische reinstellen. Ist auch gut zum Füllen. Schränke. Das wäre tatsächlich mal eine Möglichkeit, Schränke dekorativ dahin zu packen. Die würden da, glaube ich, sogar optisch an die Wand passen. Mann, was wollte ich holen? Tische. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los ist. Oh. Komm, gib mir mal zwei Tische. Beziehungsweise könnten wir nochmal einen einzelnen Tisch nehmen. Möbel. Das würde wieder nicht in die Optik passen, glaube ich. Nee, passt nicht so. Komm. Nehmen wir einfach noch mehr Cupboards. Ich hab da ja... Irgendeins davon wird bestimmt richtig gut aussehen. Das ist so... Es heißt alles Cupboard. Das ist das Problem. Und hat auch alles das gleiche Bild. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mit der Mod öfter mal Probleme habe. Weil man muss echt viel durchprobieren. So, du bist wahrscheinlich der gefühlt Schlafzimmerschrank von eben. Ja. Okay, du bist der Schlafzimmerschrank von eben. Jetzt wieder so klein. Oh, da könnten aber Flaschen drin sein, ne? Wine Rack. Kann ich die Optik anpassen? Das macht in der Küche. Das macht drüben in der Taverne Sinn. Da steht sogar Weinrack dran jetzt. Ach, da war ich selber jetzt dumm. Da ist nicht Cupboard. Macht die Tür nur noch geheimer. Problem ist, wenn man von der anderen Seite kommt, sieht das dann doof aus. So, voll. Auch hier lässt mich. Ich könnte natürlich auch hier jetzt den Geheimgang einfach weglassen. Das ist natürlich irgendwie geiler. Ja, ich finde das gut. Was haben wir noch? Small Wine Rack. Ich glaube,
Den könnte ich mir auch ins Schlafzimmer stellen oder so. Das ist cool. Ja, okay. Beinrake macht ganz gutes Gespräch. Zack, zack, zack. Ich könnte natürlich jetzt mehrere von denen nebeneinander stellen, aber wenn die Schränke alle gleich aussehen, ist glaube ich auch doof. Stellen ihn aber trotzdem mal einfach da in die Wand. Ich glaube, ich nehme davon doch nochmal so drei nebeneinander. Könnte sein, dass das noch gar nicht so doof aussieht. So. Zack, 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 zack. Lager. Ich glaube fast, das wird dann der hier sein. Es ist nirgendwo eine 2 aufgetaucht. Nein, du bist es nicht. Mist. Machen wir einfach nochmal einen zweiten davon, um es zu finden. Ey. Da, wo dann die 2 dran steht, ist es. Ist okay. Steht da so eine 2 dran? Da. Ah. Okay. Ah, danke. Den nehme ich. Boah. Oh, genau, stelle ich davon nochmal 2 dahin. Hat die Küche zumindest schon mal eine gewisse Grundoptik. Oh. Das steht schief. Egal. In die Ecke kommt ein Tisch. Und die habe ich natürlich in der Werkbank dafür vergessen. Wie soll es denn auch anders sein? Ah. Hier. Oder? Nein. Nehmen wir die andere Werkbank. Danke. Also auch in der Küche können ruhig Tische stehen. Macht ja vielleicht Sinn, so als Arbeitsfläche oder so. Mal gehört. Arbeitsfläche, ja genau. Hier könnten wir natürlich auch noch mal Wände mit den Schlitzen machen, beziehungsweise Fenster? Ein ganz normales Fenster? Könnten wir da auch mal einbringen. Wollte sagen, so Richtung Innenhof können wir ja mal versuchen, normale Fenster zu setzen. Ja. Fände ich legitim. Hier. Die eckigen aber bitte, genau. So. Duff. 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 Profi! Nee, die passen auch schon wieder. Der ist falsch rum. Schlimm hier. Mal auf Kleinigkeiten hier achten. Der war jetzt falsch rum. Ich bin ein Held.
richtig rum. Du kommst nochmal weg. Hm? Ich mach mir das gerade selber unnötig schwer. So, richtig rum. Jetzt normale Wand um drüber. Danke. Ja. Komm, dann können wir auch. Komm, mach mal. Symmetrie. Wir lieben sie. Also ich liebe sie, ich kann nicht für jeden sprechen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Da noch mal was von diesen Schlitzfenstern hin. Und schon wieder habe ich mich festgebissen. Schlitzfenster. Setze ich da jetzt rein. Beziehungsweise ich kann hier noch mal Wände reinpacken. Wände. Aha. So. Bin halt nur nicht mehr auf vollem Tempo. So. Da haben wir natürlich wieder einmal hässlich. Entschuldigung. Das da außen hin auch noch machen? Muss ich aufpassen, nicht, dass die Wand jetzt wieder zu gleich aussieht überall. Weil überall alles gleich aussieht, ist auch irgendwie doof, aber ich glaube, mit den Dingern ist das in Ordnung hier. Die haben wir ja nach außen hin immer in der obersten Ebene. Das ist schon. Das ist jetzt mehr der Marke treu bleiben als schlimm. Da habe ich jetzt nichts in die Richtung. Das können wir aber nochmal nachholen. Zack, 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 zack. Was klang da gerade nicht so gut. So. Schön. Da kommt noch eine normale Wand rein. Beziehungsweise ich könnte hier natürlich noch mal eine Flucht reinmachen. Von meinen privaten Gemächern aus. Ein Fluchttunnel nach draußen. Oh ja, der gefällt mir. Hier habe ich ja eh ein Weinregal vorgestellt. Zack. Secret. Zack. Und Secret. Na schön. Perfekt. Lass uns doch mal nächtigen. Sind wir auch schon wieder beim Folgenende angekommen. Aber so langsam ist es ja nicht so, dass wir hier nichts erreichen. Wir kommen ja echt gut voran. Ah, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob mir das so gefällt, dass jetzt überall oben diese Schlitze sind, aber ich finde streng genommen auch gar nicht scheiße, also kann man das so lassen. Und da hätten wir hier einen relativ großen Bereich, wo man reinkommen könnte. Problem ist, es gibt glaube ich keine Übereck-Türen. Es wäre jetzt natürlich schon geil, wenn wir jetzt einfach so über Eck reinkommen könnten. Aber ich glaube. Nein. Ich meine, wir können mal kurz einen kurzen Blick werfen. Also, ich werde jetzt nicht intensiv danach suchen, weil ich nicht davon ausgehe, dass es das überhaupt gibt. Gut, es gibt schräge Türen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Schräg. Was haben wir denn noch? Hier noch was bei, was sich lohnt. Gut, hier, aber die Türen würden wieder doof aussehen.
nicht da mit Dreiecken von wegkommen könnte. Vielleicht wäre das eine Option. So, jetzt werde ich schon wieder kreativ. Eigentlich wollte ich gerade Abmod machen. Werden wir wahrscheinlich trotzdem gleich tun, aber jetzt will ich mal kurz was wissen. So. Wäre mit ein bisschen Kreativität und Fantasie vielleicht tatsächlich möglich, hier einen schrägen Eingang reinzukriegen. Aber in Anbetracht der Umstände, dass ich mit diesem Dreiecksbau sowieso Probleme über Probleme nur habe. Ach, schmeiß weg. Würde ich das vielleicht lieber sein lassen. Das hier ist unser möglicher Eingangsbereich. Das sieht doof aus. Ich könnte natürlich nochmal so eine riesige Tür machen wie daran. Aber das wäre jetzt wieder ein bisschen zu pompös, glaube ich. Dann nehme ich nochmal zwei hoch. Das wäre dann doch eher was für Richtung Thronsaal, damit sich das lohnt. Ah. Gibt es einen hoch, aber zwei breit? Das könnte natürlich sein, dass es sowas gibt. Zumindest wahrscheinlich hat es eine schräge Tür. Sowas. Sieht nicht so aus. Schade. Also wir müssen einfach eine normale Tür reinsetzen? Ich glaube, es hakt. Aber ist dann wohl so. Ja. Dann kommt halt eine normale Tür rein. Sieht dann irgendwie ziemlich langweilig aus. Schau mal, habe ich noch was da? Nö, habe ich anscheinend nicht. Du bist so eine, ne? Einmal zwei bist du. Könnte natürlich auch einfach eine normale mit Fenster nehmen. Wo sind die denn? Hier. Keine Ahnung, dann ist das eine Art Haustür. Muss ja nicht alles mit Doppeltüren sein. Auch wenn Doppeltüren grundsätzlich cool sind. Eine Haustür in der Burg. Jo. Könnte schlimmer sein. Wenn es definitiv nicht traumhaft ist. Ah, die Wand ist falsch. Egal. Guck, das kommt wieder der Gedanke von dem Trosser. Aber dafür ist der Raum wieder zu klein, oder? Oh. Göttlich. Nee.
Okay, ich glaube, wir werden einfach eine mickrige Haustür behalten. Das ist schon in Ordnung. Okay, euch mache ich aber einmal richtig. Das geht nicht. Oh, scheiß auf die Ressourcen. So. Der mit der mickrigen Haustür. Bleib ich bei. Super. Dann machen wir hier für heute Feierabend. Ah, warte, wir können noch mal ganz kurz einen Blick auf den Magmasaurus werfen. Na, geht's von hier unten? 43%. Also, ja, wenn wir hier noch ewig weiter bauen, dann ist der auch einfach mal ausgewachsen. Ihr könnt mal eine Treppe nach oben machen. Ja, ich glaube, da könnte man eine Treppe nach oben machen, dass man von der Burgmauer da hinkommt. So. Würde ich aber hier tatsächlich... Und ich mache schon wieder andere Dinge. Nein, 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 nein. Egal. Da nehme ich eine Treppe hoch. Hoch. Und das Ganze können wir von hier aus dann auch nochmal machen. Du bist überladen. Das ist ja ungünstig. Genau, dann machen wir hier Treppen hoch. Hä? Hä? Arg, Bausystem. Ah! Ja, aber dann machen wir da Treppen hoch. Machen wir mal nicht mehr jetzt. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf der Baustelle. Aber eure Meinung war ja bis jetzt auch immer, Baufolgen sind super. Also versuche ich mal, das so hinzunehmen. Und dann sehen wir uns auf der Baustelle wieder. Ciao.